Badespaß pur? Mit diesen 5 Poolspielereien angeblich kein Problem. Zuerst schauen wir uns diesen schwimmenden Lautsprecher für 80 Euro genauer an. Einfach per Bluetooth mit Handy oder Tablet verbinden und los geht's. Es kommt. Yeah, siehst du, hörst du? Es läuft. Wie weit reicht das? Also ab ins Wasser, denn dafür ist das Ding gedacht. Aber ob es hält, was es verspricht? Dann noch funktioniert's. Erstaunlich, der Lautsprecher kann sogar als Wasserball benutzt werden. Ein echter Härtetest, den er mit Bravour besteht. Auch in 10 Metern Entfernung reißt die Verbindung nicht ab. Das überzeugt. Ja, das ist auf jeden Fall ganz gut. Wie gesagt, die Installation ging super einfach. Der Ton ist auch bis auf eine gewisse Weite super. Ja. Fängt dann irgendwann an, kurz zu haken. Also ich denke mal, durch unsere harte Bespielung fängt sich aber sehr schnell wieder. Also das Ding ist auf jeden Fall seinen Preis wert und ich würde mir es auf jeden Fall kaufen. Dafür gibt es fast die maximale Punktzahl, 4,5 von 5 möglichen. Schwimmen macht durstig, so ein Getränk im Pool, das wäre doch jetzt was. Möglich macht das die schwimmende Bar für 30 Euro. Aber vor dem Relaxen heißt es erstmal schuften, denn dieses Modell besteht aus 5 Teilen. Eine große Bar mit 4 Sitzen. Und alles muss natürlich erst aufgeblasen werden für den Auftrieb. Nächstes Mal nehmen wir die Jungs mit. Ja. Endlich fertig, nach 20 anstrengenden Minuten. Jetzt können sich unsere Mädels entspannen und den Drink genießen. Man liegt echt entspannt eigentlich. Man liegt hier perfekt. Alles in allem erfüllt die Bar auf jeden Fall ihren Zweck. Es ist ein bisschen wenig Platz, um die Getränke abzustellen. Und es ist auch ein bisschen schwierig, dass man sich da irgendwie ständig dran festhalten muss. Deshalb leichte Abzüge in der B-Note, 3 Punkte. Nun ist Action angesagt mit der Dauerfeuer-Wasserpistole für 10 Euro. Die schießt ohne Unterbrechung, denn das Wasser wird direkt aus dem Pool gesaugt. Aber das Dauerfeuer ist anstrengend, weil gekurbelt werden muss. Und zudem ist Manuela auch noch Linkshänderin. Ich finde die herrlich unspektakulär, einfach weil, wenn man sie draußen benutzt, dann ist der Tank irgendwie viel zu schnell alle im Wasser, haben wir das Problem, dass es echt irgendwie weh tut. Und ja, alles in allem ist hier halt nur für Rechtshänder gemacht. Also man hat keine Möglichkeit, das umzuzwitschen und ich habe da nicht so viel von. Das bedeutet nur 2 Punkte für diese Spielerei. Vielleicht überzeugt der nächste Poolspaß mehr. Eine Taucherbrille mit eingebauter Videokamera für 140 Euro. Caroline will die Brille testen. Erstmal Batterien rein, dann kann es losgehen. Ich setze mal die Brille auf und gehe ins Wasser und guck mal, ob ich die Manuela finde und ein bisschen erschrecken kann vielleicht sogar. Caroline kann unter Wasser jetzt nicht nur klar sehen, sondern auch alles für die Ewigkeit festhalten. Praktisch zum Schnorcheln und Fische gucken, aber mit Risiken und Nebenwirkungen. Ja, als Frau im Schwimmbad ist sowas natürlich dann nicht so angenehm, wenn man dann irgendwie merkt, dass man mit so einer Kamera beobachtet wird. Und es ist schon irgendwie heftig, dass man so eine Fotos dann unerkannt irgendwie von sich oder Filme von sich dann irgendwie wiederfinden kann. Beide finden die Brille trotzdem gut. Also für die Kamera finde ich total genial. Ich finde, sie macht auch eigentlich sehr gute Bilder. Also ja. Ich bin eigentlich relativ begeistert von der Qualität. Nur die ist leider nicht in HD, deshalb 3,5 Punkte. Unser letztes Modell, ein aufblasbarer Starfighter für 45 Euro. Die Mädels sind skeptisch, denn auch diesmal heißt es pumpen. Und das ist beim Starfighter noch kraftraubender als bei der Poolbar. 5 große Kammern müssen prall mit Luft gefüllt werden. Das ist schweißtreibend und dauert eine halbe Stunde. Die Entschädigung gibt es aber sofort. Die Pistole des Starfighters saugt das Poolwasser nach oben und schießt zielgenau. Leider sind die beiden Mädels ein wenig zu groß für die Poolneuigkeit. Es herrscht Kentealarm. Vielleicht doch etwas für Kinder? Die 6-jährige Leonie hat auf Anhieb Spaß und findet das Ding, na? Ganz toll! Also alles in allem ist der Starfighter eigentlich ganz cool. Die Optik ist ganz witzig, macht auch mega viel Spaß, obwohl es ein bisschen klein für Erwachsene ist. Macht 3 Punkte für Erwachsene, 4 für Kinder. 4 der 5 neuen Spielereien vertreiben die Langeweile am Pool. Die Wasserpistole ist nur was für durchtrainierte Arme. Die anderen Poolspielereien überzeugen unsere Testerinnen. So macht der Sommer Spaß.